Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 114. Wir haben uns die Aldor ausgesucht und gehen mal zur Aldor Höhe. Dann schmeißen wir uns mal auf unseren Tiger und gehen mal gucken. Hier ist dann auch unsere Bank. Da oben ist die Aldo-Höhe. Wenn es jetzt noch... wie ihr seht, liegen hier ein paar Skelette rum. Das war das Fahrstuhlmonster. Oder der Fahrstuhlboss, wie er auch liebevoll genannt wird. Aber den kennt bestimmt der ein oder andere. Ich meine, hier bei Aldor, wenn man von oben runterspringt, kann man gerade so überleben. Und man bekam damals den Erfolg, wie tief kann ich fallen? Ich weiß nämlich noch, wie sie dann hier immer runtergehüpft sind für den Erfolg. Unter anderem auch ich, muss ich ja zugeben. Aber es war schon cool. Also, wie viel Platz haben wir? Eine könnten wir mitnehmen. Male. Die sammeln wir eh ein von Kill Jaden. Von daher kein Problem. So. Haben wir hier. Bla bla bla. Ah, okay. Arakor fehlt Außenposten. Genau, wie viel wir wollen. Aber das sammeln wir auch später ein. Können wir mal hier gucken. Hier gibt es, glaube ich, das T4-Set. Jawohl. Das unter anderem in Karazhan fällt. Sieht schon hübsch aus. Auf der anderen Seite müsste, meine ich, das T5-Set sein. Das noch etwas cool aussieht. Und das T6-Set, das finden wir in den Höhlen der Zeit. Aber da kommen wir jetzt nicht so ohne weiteres hin. Von daher würde ich sagen, gehen wir mal weiter questen in den Zahngarmaschen. Oder was sagt die Höllenfeuerhalbinsel? Oder wir gehen auf die Höllenfeuerhalbinsel zurück. Ich meine. Tja, es kann sein, dass wir jetzt gleich sterben werden, weil wir genau daneben gefallen sind. Wie ihr seht, so sieht sehen die Wälder von Terokar tot aus. Alles in einem matten Grau gehalten. Und das Fahrstuhlmonster hat uns auch auf dem Gewissen. Naja. Wo wir gerade von Kara gesprochen haben, wird es auch schon angepriesen. Suche ein MT, ein Heal und ein Rest-Dedis für Fix-Kara-Run. Ja, da uns noch ungefähr 8 Level fehlen, ein bisschen Gier, würde ich sagen, lassen wir das mit dem Melden. Das könnte eventuell nicht gut ausgehen für uns. Ich weiß gar nicht, ob man schon mit 62 da reinkommen könnte. Ich glaube, damals hatten wir das probiert mit 68. Ich glaube, das hat auch nicht funktioniert. Und mit 69? Ich weiß es nicht mehr, schon was länger her. Ob das mittlerweile geht, weiß ich allerdings nicht. Naja. Müsste man nochmal ausprobieren. Aber ich meine, es funktioniert nicht. So, da sind wir wieder. Toll. Dann habe ich mich eben kurz ausgeloggt, als ich die Audiodatei abgespeichert habe, um die Buffzeit nicht zu verlieren. Naja, jetzt sind wir tot und die Buffzeit ist weg. Oh nein, unbekannt. Das ist unbekannt. Erinnert mich irgendwie an
An Aslan. Ich weiß nicht. Wie geht's euch dabei? Kennt ihr Unbekannt? So, dann würde ich sagen. Obwohl, gehen wir in die Zahnkammer. Dann kriegen wir auf jeden Fall etwas mehr EP für die Quests. Das finde ich cooler. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Obwohl die Reisezeit geht ja von knapp einer Minute. Hier müssen wir, glaube ich, auch irgendwann hin. Oder? Noch nicht. Die müssen wir töten für die komischen Flossen, glaube ich, ne? Na hier. Können wir schon mal einen groben Überblick verschaffen. Ja, das mit Pilz finde ich richtig cool gemacht. Je, wann könnten wir denn in das andere Gebiet? Mal gucken. Sharegrad. 65. Obwohl ich lieber nach Dings, nach Nagrand gehe. Sharegrad da die zweite Wahl. Weiß nicht, wo habt ihr am liebsten gequestet? Oder wo questet ihr am liebsten, je nachdem, wo ihr spielt. Also ich persönlich bevorzuge eher Nagrand als statt Sharegrad. Obwohl, irgendwann müssen wir wahrscheinlich nach Sharegrad, weil da fliegen nämlich unter anderem die Netherdrachen rum, die wir nachher brauchen für die Rüstung. Ach, ich habe auch noch nichts hergestellt. Ich wollte noch ein paar Sachen herstellen. Zwecks einmal skillen und verkaufen. Aber da ist anscheinend noch nicht so viel passiert. Ups. Wo sagst du, wo schickt er mich denn hin hier? Der kann sich auch nicht entscheiden. Was ist los mit? Ach, gehen wir da hin. Und dann Dürre. Das hier erinnert mich, aber ich glaube, das ist das sogar. Wenn man in WoD den ersten Raid macht, da läuft man, glaube ich, auch quasi darum, wo man. Ah, ich weiß gar nicht, welcher Boss wieder hieß. Ist aber auch so ein Riese ist das. Wo dann welche, ich glaube zwei, im 25er war es, mit dem Flammenwerfer rumlaufen. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Das ist einer der, ich glaube, der erste Raid war es. Wo dann auch noch so ein komisches anderes Vieh, wow, spawnt. Dass man dann zuerst töten muss, damit es irgendwie kein Gift macht oder so. War das irgendwie so mit den Pilzen, die wachsen? Ne? Irgendwie so war das. An den Lärm. In Drino ist das ja größtenteils hier unter Wasser, die ganzen Pilze. Das ist die Frage, ne? Ist durch die Zerstörung der Scherbenwelt das Wasser quasi abgelaufen? Das würde mich interessieren. Könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Oder wenn ihr eine Vorstellung habt, woran das liegen könnte. Aber ich stehe wirklich darauf, dass das Wasser dann abgelaufen ist. Das macht ja Sinn. Hätte ich auch machen können. Der T-Shirt kriegt auch einen Buff. So. Dann gehen wir das mal an.
Osmose. Ich glaube, der Boss ist größer. Irgendwie so. Aber das soll uns ja nicht davon aufhalten. Okay, siehchen da. Ah, okay. Müssen bestimmte killen. Ich verstehe. Das ist da auch einer. Auch einer. Vielleicht erkennt Questhelfer direkt. Der droppt was, in dir nicht. Oder ist es einfach nur ein Anzeigefehler? Nein, es ist Tatsache. Dann killen wir mal den hier. Ah, vergiss es, ich hab's gesehen. Das ist ein Sumpflord. Das andere ist ein Riese. Alles klar. Ja, man sollte auch weiterlesen als nur siechen, ne? Ah, nur noch 4 DDs. Eben stand ja mehrere DDs. So, wie viel brauchen wir denn noch für Level Up? Nicht mehr so viel. Circa noch 6 Quests. Wenn wir jedes Mal, oder? Wenn wir noch 60 davon brauchen. 1600. Fair, oder? Was ist das denn? Ach so. Nee. Hä? Was die da schreiben? Komme ich gerade nicht hinterher. Das von Gara, ob wir jetzt Gara will. Ach so, ne, weiß nicht, da hat jetzt ja dann auf 64. Ah, okay. Okay, Problem erkannt. Problem erkannt, Problem gebannt. Hm? Wenn alles nur immer so einfach wäre. Aber dann wäre es ja langweilig wahrscheinlich. Tja, und ich krieg's ja voll auf die Nase. Weil, ach, jetzt heißt das. Nee, ich wollte gerade sagen, jetzt heißt das. Nee, heißt immer noch unbekannt, ne? Aha. Knotenhautleder, 2 Stück sogar. Trinken wir mal was. Wenn wir 65 kriegen wir dann auch das neue Getränk. Was etwas mehr Mal hergibt. Aber im Moment reicht das, glaube ich, hier noch, ne? Das war 5100 Mana. Ja gut, wir haben nur 3000. Aber das reicht uns theoretisch. Nur, dass wir mit dem neuen Getränk dann schneller Mana regenerieren. Ich glaube 250 pro Tick und hier steht nichts. Müssten wir, glaube ich, trinken dann. Ich meine 125 oder so sind es. Irgendwie so um den Dreh. Warum kriegen wir die eigentlich nicht gezählt? Wir müssen ja theoretisch auch die blauen davon töten. Und irgendwie hängt es gerade, habe ich das Gefühl. Ah, ne, ging. War anscheinend nur zu nah. Ja, ein bisschen hängt's. Was ist denn da los? Latenz 33. Geht eigentlich.
Na gut, wir haben hier keine Weltlatenz, ne? Angezeigt. Die gab es damals, also wurde damals noch nicht angezeigt. Steht da was? Nö. Ich glaube, Latenz konnte man wirklich damals nur anzeigen mit Add-ons. Mittlerweile sieht man das ja. Steht dann eingehende, also Weltlatenz, eigene Latenz. Lustig, ich finde, hier steht eigene Bandbreite 1160 Bits per Second. Obwohl wir theoretisch eine, also ich eine, theoretisch eine größere Leitung habe, doch nur so wenig angezeigt. Also, funktioniert. Funktioniert, funktioniert. Oh. Wir sollten auch das richtige Ziel ins Target nehmen, dann funktioniert es auch. Nicht sterben, du hast einen Buff von mir. Weil er hat viele Buffs, ne? Raserei, Loot, Geisterbandel. Schön. So. Haben wir denn noch irgendwas, was wir dem geben können? Mal gucken. Magst du vielleicht eine Ranke haben? Ja, Garmuschel vielleicht. Nee, das war falsch so. Oh, das ist da auch. Guck mal an. Und der will sich irgendwie nicht leeren lassen. Die musste man öfters leeren, aber Fehlversuch stand nicht. Also ich habe es nicht gesehen. Ich glaube, das ist für irgendeine Quest. Die noch was dauert. Aber glaube ich, letztens schon mal gesagt. Als wir hier das erste Mal quasi waren. Und, was ich ganz vergessen hatte zu erzählen in der letzten Folge, ich habe auf der offiziellen WoW-Seite so eine Art Hörspiel gefunden. Die wollte ich mal hochladen. Die haben zwar selber auf dem YouTube-Channel, aber ich habe gedacht, oh, lässt die auch mal hoch. Dann, die finde ich gar nicht mal so schlecht. Könnt ihr euch auch mal anhören. Hört sich sogar recht cool an. Aber ich verlinke den die Playlist in dem Video hier. Könnt ihr euch das mal anhören. Weil wie gesagt, schlecht ist es nicht. Ist zwar jetzt nicht für jeden was. Ich glaube, wenn ich richtig im Kopf habe, weil waren mehrere. Das handelt von der Vorgeschichte zu Legion. Und die Sumpflords scheinen etwas größer zu sein als die Riesen. Oh Mann. Ich an so China-Farmer denke manchmal. Die armen Kerle, ehrlich. Tatsächlich keinen Bock. Nur stumpfsinnig gegenrennen und eins am anderen pullen. Das ist nur ein bisschen Gold zu verdienen. Und das nur, um wirklich nur ein bisschen Geld zu verdienen. Weil die bekommen ja, oder bekamen, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, ob immer noch so wirklich viele Goldfarmer unterwegs sind. Ich glaube, braucht man gar nicht mehr so viel Geld, wie man mittlerweile bekommt und hat. Obwohl, wenn ich so an meinen Bruder damals denke, der hatte ja auch noch mit Legion etwas gespielt, der hat da auch nie Geld. Ach, mit Legion, sag ich schon, mit Draenor hat er gespielt am Anfang. Hat ungefähr bis 95, glaube ich, gespielt oder so. Und der war immer pleite. Immer.
Der hatte gerade genug, sagen wir so 1000, 2000 Gold, um Reparaturen und Fixkosten zu bezahlen, sag ich mal. Aber ich weiß auch nie, wie der das gemacht hat. So, gehen wir mal ein bisschen auf Seite. Was ist denn da hinten? Aha, guck mal an. Ah, die können sich totstellen, die sind lustig. So, hier bei der Flammenkappe würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW Folge 115. Lasst ein kostenloses Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, teilt das Video. Wir sehen uns, auf Wiedersehen.